Hallo, liebe Freunde im Internet, herzlich willkommen zum heutigen Freitagsblick. Ich hoffe, euch geht es allen gut und ihr überlegt euch jetzt wahrscheinlich, was sehe ich denn da? Naja, das sind 701 Seite unseres städtischen Haushalts. Und dieser Haushalt, das ist unsere Ermächtigungsgrundlage, damit wir Geld ausgeben im Sinne von euch, im Sinne der Bürgerinnen und Bürger unserer Kreisstadt. Unser Haushalt hat ein Volumina von 110 Millionen Euro. Das ist wirklich eine große Zahl. Und ja, für was brauchen wir das ganze Geld? Natürlich für Investitionen, für viele Projekte. Wir brauchen es auch um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben aktuell 416 Mitarbeiter in Hofheim zu bezahlen und auch vieles auf den Weg zu bringen, zum Beispiel auch im Kita-Bereich, zum Beispiel auch um unsere Feuerwehren auszustatten. Da haben wir 3,1 Millionen Euro im nächsten Jahr. Und all das wird jetzt bis kurz vor Weihnachten beraten in der Stadtverordnetenversammlung, in den Ortsbeiräten. Und ich darf euch sagen, wir haben auch alle Stadtteile auch bedacht. Sei es eine Umkleidekabine in Diedenbergen für die Fußballer oder eine Umkleidekabine in Wildsachsen oder auch das Haus der Vereine in Wildsachsen. Genauso wie zum Beispiel die alte Feuerwehrwache in Diedenbergen. Die steht nicht mehr, die ist abgerissen, aber dort wollen wir einen neuen Platz gestalten. Oder auch das Nahkaufareal in Lorsbach. Dort soll eine kleine neue Dorfmitte entstehen. All das braucht eine sogenannte Haushaltsposition, die hinterlegt ist mit Geld, damit wir dieses Geld ausgeben können. Und dann gibt es auch noch Straßensanierung. In 2024 werden wir 7,1 Millionen Euro in unsere Straßen investieren. Das ist eine große Hausnummer. Und das sind nur wenige Beispiele. Und der Main-Taunus-Kreis, der ist ja Schulträger, der hat eine sogenannte Schul- und Kreisumlage. Der nimmt sich dann das Geld von den Kommunen und investiert es dann in Schulbauprojekte und Sonstiges. Auch der bekommt einen großen Anteil von den hier in Hofheim erwirtschafteten Geldern. Das sind insgesamt 38 Millionen, die die Kreis- und Schulumlage ausmacht. Wir investieren zum Beispiel auch 2,2 Millionen Euro für den ÖPNV hier in Hofheim, denkt ja nur an den Kolibri oder auch an die vielen Buslinien. All das macht sich dann auch bei uns bemerkbar. Ich darf euch aber sagen, bis zum Jahr 2025 werden wir 26 Millionen Euro in Projekte, in Investitionen hier in Hofheim investieren. Und wir werden aber auch gleichzeitig unsere Schulden abbauen. Seit ich Bürgermeister bin, seit 2019 bis Ende 2025, werden wir unsere Schulden um 5,1 Millionen abbauen auf dann 58 Millionen Euro. Was mir ganz wichtig ist, zuletzt, es wird keine Steuererhöhung geben, keine Grundsteuererhöhung, keine Gewerbesteuer wird es nicht geben hier in Hofheim im Jahr 24 und im Jahr 25. Wir werden in einem Punkt die Gebühren erhöhen, das ist aber notwendig, weil seit 2014 es zu keiner Erhöhung kam, das ist im Wassergebührenbereich. Dort werden wir eine behutsame Erhöhung machen. Also, ich glaube, wir sind ganz gut und zufrieden mit dem Haushalt. Und ich werde jetzt in den nächsten Wochen auch das ein oder andere berichten über die Haushaltsberatung, aber auch über das ein oder andere Besondere, was wir eben hier in diesen 700 Seiten alles zusammengebracht haben. In diesem Sinne, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Macht's gut, viel Spaß.